So, herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Saphir. Und wir waren ja bei der letzten Folge im Rätselhaus, was uns, ja, mich zumindest ziemlich genervt hat. Also das, ja, das alles für ein Sonderbonbon. Und ich guck mal, hier gibt's noch ein bisschen Pokebälle. Also wir sind jetzt ja hier auf dem Weg so in neue Länder rein und so. Und ja, mal gucken, was es hier so gibt. Anscheinend gibt es hier auch Trainer. Und da juckt was. Genau. Ist das ein Teenager? Ja, ein Teenager. Dass der irgendwie, ja, hier so rumlungert. Okay. Warum nicht? Ja, unsere Pokémon sind zum Glück jetzt alle geheilt. Ich hoffe, dass wir nicht nachher direkt wieder paralysiert sind, weil so verpeilt wie ich bin, habe ich natürlich wieder vergessen, Paraheiler zu kaufen. Ja. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Mein Gott. Ja. Nee. Ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Folge so. Mal gucken, wer stärker ist. Okay. Ich glaube, wir nehmen mal ein anderes. Gegen Stahl. Was nehmen wir da? Gegen Stahl ist Feuer eigentlich immer gut. Ich habe auch schon in der letzten Folge gesagt, wir müssten uns eigentlich mal... Ich muss das mal gerade ein bisschen einstellen. Ja. Ja. Ein Feuer-Pokémon zulegen. Aber noch habe ich nirgendwo eins gesehen. Vielleicht finden wir hier in dem Bisschen irgendwo eins. Oh, habe ich jetzt nicht ausgewählt. Mal schauen, was hier so rumkreucht und fleucht. Der ist ganz schön stark. Ich glaube, wir wechseln das Pokémon nochmal. Bitte. Oh, das ist genauso effektiv wie, weiß ich nicht, jemand mit Federn zu bewerfen. Ja, das ist schon besser. Und man müsste mal Kopfhörer erfinden, die für Plugs geeignet sind. Wie er einfach nur ein KP über hat. Jedes Mal so eine Scheiße. Ja, wenn es ist, ist der eine Level ab. Ach, und der andere auch gleich dazu. Yay. Ach, na. Machen wir alles jetzt hier in einer Rutsche. Ja. Ich habe es ja gerade schon einmal erwähnt, dass sie immer mit einem Video.
winzigen kleinen KP überleben müssen. Ja. Es ist der Wahnsinn. Ja, nur cool zu sein verhilft einem nicht zum Sieg. Bei mir schon. Ha! Na gut, weiter geht's. Was? Den kennen wir doch. Hey, Maron, hier treibst du dich also herum. Wie geht es? Was stand da echt? Wie geht's? Geht es? Wie geht es? Egal. Hast du dein Pokémon gut aufgezogen? Ich werde es für dich überprüfen. Das ist nicht sein Ernst. Ich habe aber keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Ja, klar. Ach, warte mal, wir haben noch ein Wasser-Pokémon. Ich denke wieder viel zu spät nach. Okay. Ja. Kapitän, den hatten wir ja gerade schon einmal, ne? Ja, wir wechseln mal. Machen wir nochmal den. Das war eigentlich ganz okay. Mhm. Ne, den hatten wir gar nicht. Den habe ich jetzt verwechselt mit dem einen. Mit dem einen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Da. Ich bin ja nicht so ein Pokémon-Freak, der sich alle Namen da auswendig lernt und so. Ich meine, Pokémon so sind schon cool, aber ich muss die nicht alle auswendig können. Was? Ich habe doch gewechselt. Wie unfair ist das denn? Das mag ich nicht. Wir gerade ernsthaft voll verlieren. Ja, oh Mann. Das ist, ja, sehr deprimierend. Toll. Und bei Verfolgung darf der jetzt dann auch nochmal, kriegt der dann jetzt auch nochmal da so und dann nochmal, ne? Das ist doch doof. Alles. Toll. Ja, ne? Haben wir verloren? Schön.
Okay. Würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal nach oben und einfach mal in die andere Richtung und trainieren vielleicht noch ein bisschen so. Damit wir nicht ganz so schlecht dastehen. Ah, die ist aber hübsch. Noch so ein bisschen. Und ich habe keinen Bock mehr. Boah. Heute ist nicht mein Tag. Ich glaube, die anderen Folgen nehme ich an einem anderen Tag auf. Weil ich nehme ja immer an einem Stück auf. Oh, hallo Mikrofon. Ich nehme ja immer an einem Stück auf. Und irgendwie ist heute ziemlich Arsch. Würde ich mal so sagen. Jetzt hassen mich alle. Los, mach jetzt. Nochmal. Wie viel es einfach abzieht. Aber da könnte ich, glaube ich, jedes andere Pokémon genauso hinsetzen, weil die einfach übelst stark sind. Ich meine, bedenken wir mal, der Zombie, die Zombie, ist ja ein Mädchen, ist jetzt wieder paralysiert, ist unser stärkstes Pokémon mit Level 17. Und die Trainer, die da rumrennen, haben die Pokémon alle Level 15, 16. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ich glaube, wir haben in den anderen Chatten irgendwas verpasst. Ja, da sind Büsche. Da, da, da. Was da unten alles kommt. Zwillinge und so. Manu. Verlieren wir bestimmt auch. Ich würde sagen, wir könnten eventuell gucken, dass wir da ein bisschen in die Büsche gehen. Und da vielleicht ein bisschen trainieren. Und ein bisschen hochleveln, weil irgendwie macht das im Moment nicht so viel Sinn. Ach ja. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier ein Stück zurück. Weil hier waren ja auch noch Büsche. Gucken, was da so drin ist. Hallo? Ein Plüssel. Haben wir noch nicht. Wir sollten vielleicht auch vorher noch mal ins Pokémon Center gehen, bevor wir irgendetwas machen. Das ist so. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann.
mal nicht rum hier. Allein hier die Viecher im Busch sind schon Level 13. Das, ne? Nicht ganz so fair. Ja, Level 16. Geht da schon mal voran. Könnten wir eventuell den EP-Teiler. Und den müssen wir ja erst jetzt von dem Pokémon runternehmen, ne? Nehmen. Ist der jetzt hier? Ja. Geben. Wen geben wir dem mal? Soll man dem den Zickzack-Dingens da, Zickezacke geben oder Pilzi? Ich glaube, wir geben dem mal den Pilzi, weil mit dem Zickezacke können wir eigentlich sowieso nicht viel anfangen. Ach, der hat ja noch Wundersaat, ne? Ja, ist nicht so schlimm gerade. Ja. Und dann levelt der nämlich auch nebenbei. Genau. Gehen wir einmal kurz ins Pokémon Center. So, wieder zurück. Moment. Gucken, ob der das hat. Ja. Da nehmen wir jetzt erstmal welche von mit. Ja, 6 Stück. Für jeden aus dem Team ein. Ab die Post. Ja. Hier, da dachte ich nämlich vorhin, der wäre das da, wo der andere den eingesetzt hat, da den, ihr wisst schon, ne, verpeilt und so, halt, ja. Fusa. Ja, wenigstens klappt das einigermaßen. Ich denke, wenn wir den jetzt nämlich direkt Paralysier-Dingens Heiler geben, dann ist der danach direkt wieder paralysiert. Ja, der ist dann paralysiert. Ja. Ja. Und er macht's ja. Er tötet. Er ist ein Auftragskiller. Ja. Yeah. Habt ihr gesehen? Auftragskiller. Alle Mann. Pokémon. Ja. Yeah. So. Gehen wir da nochmal rein. Oder wir könnten eigentlich mal da oben gucken, was da in den Büschen noch so drin ist. Genau das gleiche. Okay. Ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, aber nein. Nein.
Nein! Und was machst du da? Du kannst wieder nicht angreifen, ja? Bist du wieder zu doof? Haben wir jetzt einen anderen hier? So, ach, immer strecken. Okay. So läuft das. Das ist Pokémon. Pokémon Saphir. Ja. Es ist ein Traum. Gewonnen. Wir haben ihn zerstört. Zerstört. Bella. Gut. Ich überlege gerade, ob es nicht effektiver wäre, eventuell woanders ein bisschen zu trainieren. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare unten was reinschreiben, wenn ihr eine Idee habt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Weil die paralysieren uns die ganze Zeit. Die sind ein bisschen sehr stark. Und hier sind auch viele Trainer, die sehr stark sind. Und wir bräuchten eigentlich eventuell mal ein Feuer-Pokémon. Also wenn ihr einen Vorschlag habt, eine Idee habt oder so, ne, schreibt es unten in die Kommentare für den nächsten Part. Ich lese es mir durch. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann. Tschüss.